Das Lustige ist, ich habe mir so gesagt, ah ja, da reicht. Mit dem Carpenter reicht der erstmal. Dauert ein bisschen. Mhm. Fast. Fast leer. Ich sag so, wie es ist. Ist das Sandstein? Ist das Sandstein? Ist das Sandstein? Ich hab nicht. Nee, ist Limestone. Ich weine. So. So, so, so. Ich kann einfach nicht bauen. Bin so nervös. So, haben wir. Man lädt nicht aus. Das ist einfach ein Fluch. So. So, da geht's runter. Naja. So. Nice. Was würdet ihr eigentlich davon halten? Erstens, mal wirklich im Livestream eine Game Jam zu machen, dass wir immer so eine Zeit messen, sagen, okay, insgesamt haben wir dafür 48 Stunden. Und das streamen wir weg. Und oder ich direkt YouTube-Videos mache über rein Spielentwicklung, dass ich so einfach so ein kleines Just for Fun Game habe, womit ich nicht, wo ich nichts erhoffe, nichts erwarte und. Weil ich bin mal ehrlich, also ich bin ja jetzt die Tage auch wieder bei Pokémon dran gewesen. Es ist einfach die Hölle. Es ist. Oh. Ich bin nämlich jetzt gerade dabei, bei Pokémon das Animationsskript zu machen, dass sich die Viecher bewegen. Ich sag bewusst Viecher, weil das so lästig ist. Ich bin jetzt schon bei über 600 Zeilen und dabei habe ich noch nicht eine einzige Animation gehabt. Einfach nur, diese 600 Zeilen sind einfach nur dafür, dass sich Sachen bewegen, wie sie sich bewegen sollen. Und ich bin immer noch nicht fertig. Warte. Ich mach mal noch wenigstens die Carpenter Treppen fertig. So. 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 Aber wir haben bestimmt zu viel brauchen. Gut, hau ich da Treppen hin? Na, geh doch kaputt, Junge. Jetzt ist ja dunkel, ne? Was musst du hin, Junge? Okay. So. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Ich weine. Ich weine. So. Hier geht's runter und hier geht's los. Hier ist dann direkt, direkt vorne so ein kleiner, schmaler Durchgang, wo ich direkt zur Fabrik komme. Dann kommen wir da lang zur Fabrik, da lang kommen wir nach Hause und dann will ich hier wahrscheinlich hier links, längs, noch da hinten, irgendwo, ich denke mal da beim Baum oder sowas, so ein kleines Stromwerk machen, damit der Strom komplett hochschießt und da dann sozusagen sich verteilt. So. Kaum zu glauben, dass ich Bricks brauche. So. Gehen wir erstmal runter. Verarschung, ein Villager zieht mich ab. Wie das denn? Hat er dich angezündet? Ich soll ihm zwei Minecarts Furniture bringen. Er will aber die zwei gesteckt haben, was nicht möglich ist. Lol. Ja, nee, das muss so. Ich sehe komplett keinen Bug darin. Ich sag's dir. So. Genau so.
Ich wollte gerade fragen, was ich unten eigentlich wollte, aber jetzt weiß ich es wieder. Habe ich mein Sapling noch dabei? Erstmal Carpenter, warte. Erstmal wie jetzt, ich brauche erstmal ein bisschen Platz. Sonst bin ich gestresst. Aber nur dann, sonst nicht. Ja, ja. Hier habe ich Erde ohne Ende. Noch Brot. Wie viel habe ich davon denn jetzt? 2, 4, 6 und 1. Danke für nichts. So, so. So viel zum Thema, ich brauche Erde, ne? Mhm. Hab ja so wenig. Rotiert immer noch? Oder hat er gerade was gefarmt? Ist auch nur ein Zieh drin, ne? Gut, Zeit für Bricks. Wie warst du für mich? Ja, nice, nimm mich. Nein, warte. Schüssel. Zack. Zack. Zack, das gefällt mir doch irgendwie am besten noch. Zack, zack, zack. 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 Und Carpenter's Bag, das kommt dann hier unten rein. Ich weiß auch gar nicht, wozu ich das jetzt gemacht habe. Aber ich hab's gemacht. So, Punkt. Aus. Hä? Ich hatte doch mehr davon. Aber da habe ich 8 Stacks jetzt geholt. Limestone. So. Am geilsten ist ja auch zuerst, habe ich gedacht. Weil ich ja die Maschine schon gesehen habe, wofür ich diese vierfach kompressten Steine brauche. Wie zum Teufel kriege ich so viel ran, ne? Und jetzt denke ich mir so, nur. Einfach nur. Müsste ich nicht noch ein Rubber Sapling haben? Ach, was soll's. Aber es kommen schon ein paar mehr. Bisschen Strom hat er auch. Der arbeitet gar nicht mehr. Habe ich irgendwo Kohle? Arbeit, Junge. So. Warte. So. Jetzt arbeitet er auch wieder. Ich brauche ein paar Bricks. Wo sind wir denn? Guck mal nach Bedrockium Block. Warte, guck ich gleich. Überlegen, wollen wir Mittwoch zur Not Minecraft, Pokémon machen oder soll ich was anderes machen? Weil das mit Laden und so habe ich eigentlich so weit hinbekommen, denke ich. Also nicht, dass es jetzt hier, also ich guck's mir nachher nochmal an. Aber nicht, dass ich dann hier im Stream sage, hey, eigentlich ging ja, die Schwimmer, mein Gott, ey. Bad Rockion? Nee. Bedrock, Block auf Bedrockium, so rum, ne? Dafür brauche ich Bedrockium Ingot und die kriege ich durch Triple Compressed Cobblestone und Diablock. Was kann ich damit machen? Oder ist das der falsche? Gibt noch ein anderes Rezept für diesen Block. Du brauchst 4 Triple und 4 Quadrip.
Oh, warte, 4 Triple und 4 Quadra? Warte. Na, wo ist er denn jetzt? Block of Back oder hier. Wie geht das? Triple, Triple. Achso, hier. Triple, Quad, Triple, Quad, Triple, Quad. Ah, okay, alles klar. Ja, das ist doch nice, oder was? Das kriegen wir hin. Beim Block oben auf die Pfeile. Bei dem hier. Block auf. Aber hier gibt's keinen. Okay. Smelting. Das war's. Ach nee, warte. Oh, hä? Das hat mich verwirrt. Shapecrafting. Dann kommt das. Dann nochmal Shapecrafting und dann Redstone. Okay, alles klar. Ja, was kann ich damit machen? Bedrohung um Ingots. Ist doch in Ordnung. Guck mal, was du für brennen musst. Schmelzen, warte. Das hier? Octuple Compressed Cobblestone. Und der benötigt Septuple Compressed Cobblestone. Es gibt noch mehr? Aber was kann ich denn damit machen? Da steht auch, wie viel Cobblestone. Ja, aber dann ist es doch einfacher, den zu bauen, oder? Also, ich kann, wenn ich den schmelze, kriege ich ja den raus. Das heißt, es wäre doch, dadurch, dass ich hier Septuple-Dinger brauche, brauche ich doch für den anderen wesentlich weniger. Hier. Pro Block 4,8 Mille. Und wenn ich den Block jetzt so baue, sagen wir 9 Ingots, das wäre sozusagen hier 729 Cobblestone, 6,5, 729, 6,5 und ein Dia-Block. Dann kriege ich einen davon. Ich verstehe. Obwohl. Drück mal U auf die Barren. Ach, U war, was man damit bauen kann, ne? Bedrockium Drum. Transfernot war's. Oh, das war's. Ich bin. Okay. QED Recipes. 4 Transfernotes und ein Bedrockium. In Gott macht Hyperding. Und so ein Transfernot kostet wieder dat. Das ist ja jetzt auch nicht die Welt. Warte. Ich hab schon gesehen. Okay. Kann ich schmelzen? Dann kann ich irgendwas rauskriegen. Ja gut. Ich brauche diese Hyper Energieteile und das dient dazu, dass ich mehr Strom leiten kann. Sonne? Das ist doch Transfernode Hyper Energy. Ich gehe davon aus, damit kann ich mehr Energie, oder? Bessere Generatoren. Ach lol, das war's. Ich weine jetzt schon. Was soll ich jetzt machen? Wollte bei der Fabrik gerne machen. Ja, doch richtig. Kann sagen, hey. Bessere Gens. Okay, gut. Das mit den besseren Gens merke ich mir. Ich bin auch überlegen, ob ich unten einfach nur die Baumfarm mache. Ohne irgendwas, ohne Generator, ohne alles, sondern wirklich nur, dass die Kohle generiert wird. Oder dass das Holz generiert wird und alles in die Fabrik reinschießt. Das Holz wird in die Fabrik reingeballert. Oh, hier ist das Haus. Das Holz wird in die Fabrik reingeballert und in der Fabrik wird alles produziert. Okay. Oh, das hat man schon mal gesehen.
Ich bin stolz, dass überhaupt was steht. Ne? So. Zack, 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 zack. So. Ja, das wird lustig. Ich sag's euch. Richtig lustig. Richtig funny. Aber die Fackeln sollten da hin. Die Schaufel brauche ich gar nicht. Ich brauche Carpenter. So. So, weiter geht's. Zack, zack, zack. Das wird schick aussehen, also schick als sonst. Das ist ungelogen. Ich glaube, das ist das erste optische, wo ich sage, okay, ich achte jetzt auch ein bisschen darauf, wie es aussieht. Weil ich sonst immer so, ja, komm, nimmste, machste mal. Wahrscheinlich nicht so ein Hyper-Ding wie andere Sachen, wie andere Leute was bauen, aber man fängt ja klein an. So, da noch und da noch. Da noch, da noch. So. Ist ja sogar, glaube ich, besser so, ne? Warte. Drei will ich haben. Ja, genau. Passt. Ideal. Genau 9. Perfekt. So. Materialien, die da sind, will ich jetzt mal nicht holen. So, ich sehe nichts. Dunkel. Okay, ist gut. Hatte ja gar keine Angst. Bin männlich. So, zack, 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 zack. Ich wollte tatsächlich am überlegen, mal ein YouTube-Video zu machen über Meinungsfreiheit. Weil die meisten Leute nicht, also einfach nicht verstehen, was es mit Meinungsfreiheit auf sich hat. So. Die beleidigen ohne Grund. Die nehmen Wörter in den Mund, wo du dir denkst, so, warum? Und er so, ja, was denn? Das ist meine eigene Meinung. Nee, ist nicht Meinung. Spaß. So. Oh, warte. Deswegen war ich immer, also so öfter ich sowas lese, höre oder, ich werd so bitterbös. Ich habe mir vorhin ein YouTube-Video von Reefed angesehen, wo sie Entbannungsträge gemacht hat, wo da eine geschrieben hat, ey, geile, du hast echt extrem geile Boobs, weißt du, und so. Ich weiß ja nicht, was ich, und dann der Entbannungsantrag war so, ich weiß ja nicht, was ich falsch gemacht habe, aber ich entschuldige mich und werde es nie wieder machen. Und du dir denkst nur so, what the fuck, warum? Also, wie wenig Empathie, wie wenig Erziehung musst du genossen haben? Geh da, ich kann keinen Beutel im Beutel machen. Das ist halt extrem schwierig alles. Mit sowas musst du leben. Ach bitte, nicht schon wieder. Schon besser. So. Ich wünsche, ich könnte auch bald Entbannungsanträge machen. Den geht aber los. Ich weiß ja nicht, was losgeht, aber es geht bestimmt was los.
So. Kann der hier auch weg? Homo! Voll der Name. Ich weiß, ich hab viel zu tun. Bin ich immer nur der Beste. So. Die Zeit wieder für mein Schuflin. Meine Schufel. Kann ich irgendwie aufnehmen? Nein. Geh mal weiter. Schon besser. Okay. Der kann auch, glaube ich, weg. Egal, was sie sagen, du bist gerade nicht beliebt. Egal, egal. Es ist egal. Keine, gibt's irgendwie so eine, so eine Geheimtür. Das ist ja eine Kapanestor, eine normale Kapanestor. Was kann die Bench eigentlich? Ich hab mal gesehen, dass es wirklich eine Carpenters Garage Tor. Natürlich. Was kann ich denn damit machen? Klar. Natürlich. So. Wieder mal. Ich weine. So, geht. Ich weine. Ich weine einfach. Immer wechseln und ich bin total voll. Ich hab die falsche. Ist gerade nicht beliebt. Egal, egal, egal. 1, 2, 3, ausreichend. So. Luxi, kannst du die Bricks nicht einfach so platzieren? Ja, könnte ich, aber ich hab wesentlich mehr Möglichkeiten damit. Oder? Also. Ich glaube ja. Aber ich weiß nicht. Also ja, ja, ja. Deine normalen Blöcken brauchst du Kapanis nicht. Ist ja ein normaler Block. Ich kann da technisch gesehen die ganze Zeit so hier hinsetzen. Allerdings, wie gesagt, mit Kapanis habe ich wesentlich mehr Möglichkeiten. Weiß nicht. Muss ich die Kabinett vorher setzen? Eigentlich nicht. Abbauen dauert genauso lange und so weiter und so fort. Ach, Jacke wie Hose. Ich wusste es. So Jacke ist es nicht. Ja, passt. Hallo Schnelle vom Preem, wie läuft der Stream? Hallo Schnelle vom Blondie, wie läuft der Hondi? Ja, gern super. Und wie läuft es bei dir so? Bist du noch allein oder ist alles gut oder nicht? Hatte ich nicht von Türen da? Im Inventory. So. Wenn ich eh schon dabei bin. Ich würde gerne eine Geheimtür reinpacken. Das heißt, er muss ultra viel. Mein Ding da hinten muss jetzt. Oh Gott, warte. Muss jetzt ultra viel von Dingenskirchen. Von Bricks machen, weil das jetzt ein bisschen schneller geht, glaube ich. Gehe ich nur von aus. Limestone. Ich will Sandstone haben!
Dann haben wir es gleich kaputt übrigens. Ich sehe nichts. Echt viel los. Chef kommt auch bald wieder. Bin natürlich allein. Kotze ich erst. Oh Mann, nein. Ist doch alles scheiße da. So. Ach bitte. Ach bitte. Ich. So. Gut. Let's go. Ich weiß noch nicht, was ich let's go soll, aber. Ja, ich mach da eine Fackel nur, damit ich sie abbaue, oder was? Ich glaube, das erste, was ich machen sollte. Ich muss schon die ganze Zeit kommen, aber nicht dazu. Ich weine gleich, ich bin so deprimiert. Nein, 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 halt durch, du kriegst nachher sehr viel. Du kriegst mein Leben, du kriegst mein Herz, du kriegst alles. Okay. Spontan hätte ich jetzt gesagt, das erste, was wir machen ist,